Lieben und herzlich willkommen zu den Mai-Legungen. Wie immer gibt es am Anfang meiner Legungen einen kurzen astrologischen Forecast, also eine Vorschau über die astrologischen Ereignisse im Mai. Die sind für alle Sternzeichen gleich und die werden auch vor jedes Video geschnitten oder diese Vorschau wird vor jedes Video geschnitten. Du findest aber unten in der Infobox einen Hinweis, wann du dieses Intro überspringen kannst, falls du dir mehrere Sternzeichen anschaust oder dich Astrologie nicht so interessiert. Genau, so, wir beginnen. Am 1. Mai wird Pluto rückläufig. Das ist jetzt schon auch immer ein Happening. Aber Pluto geht 6 Monate vorwärts, 6 Monate rückwärts jedes Jahr. Also Pluto ist noch im Sternzeichen Wassermann. Das ist das größere Happening. Das bleibt er auch noch komplett den ganzen Mai. Er geht erst am 11. Juni zurück in den Steinbock. Und das wird dann auf jeden Fall nochmal ein bisschen tricky Energie. Aber da gehen wir dann im Juni drauf ein. Also, 1. Mai, Pluto wird im Wassermann rückläufig. Und ja, wir dürfen auf jeden Fall damit rechnen, dass da auch nochmal, ne, Pluto ist unser Transformationsplanet, dass dann eben auch nochmal Dinge sich zeigen, die verändert werden möchten, weil am 5.5., also nur 4 Tage später, ist die Mondfinsternis im Skorpion. Pluto ist der Herrscherplanet von Skorpion, deswegen alles, was ich euch jetzt hier zur Mondfinsternis bzw. zum Vollmond in Skorpion sage, ne, da hat dieser Pluto in Wassermann definitiv auch, wirkt da definitiv mit rein. So, der Vollmond in Skorpion befreit dich von Negativität und die Mondfinsternis Ergebnisse in Reichweite. Das ist das Grande Finale, so möchte ich es nennen. Ne? Diese Mondfinsternis zeigt uns auf, welche Gefühle dürfen transformiert und ein für alle Mal losgelassen werden. Ne? Skorpionenergie ist gefühlsbetonte Energie, deswegen geht davon aus, dass das eine intensivere Zeit sein könnte. Aber es ist das, ne? So Ergebnisse in Reichweite, für mich ist es einfach das Grande Finale. Denn wir haben dann, dazwischen wird am 15.5. Merkur noch direkt, also der ist den halben Monat noch rückläufig. Das kann, ne, in dieser Eclipse-Season, in der wir sind, von der Sonnenfinsternis im Widder vom 20.4. eben bis dahin, da kann ganz viel an vergangenem Gefühl, ne, viel hochkommen, was wirklich losgelassen werden müssen, damit wir nach unseren Chancen greifen können, ne? Reichweite. So, aber am 19. Mai haben wir den Neumond in Stier, Wohlstand in Sicht. Also, ne, hier liegt so dieses, was du jetzt loslässt, was du jetzt veränderst, was du jetzt transformierst, welches, ne, welche Schlacht du da möglicherweise schlägst. 2 Wochen später sagt das Universum, das ist der, ne, Neumond, die Startenergie, das ist die Basis, das Fundament für die Dinge, die Fülle bedeuten, die du dir aufbauen kannst. Stier ist, ne, in der Stierenergie wollen wir realisieren. 2 Tage, nee, 3 Tage vor diesem Neumond, am 16. Mai, geht Jupiter in Stier. Jupiter ist der Planet, der uns vorantreibt, uns zu entwickeln, uns weiterzuentwickeln, zu wachsen, unseren Horizont zu erweitern, aber auch der Planet der glücklichen Chancen. Also, Jupiter in Stier, Neumond in Stier. Wie können wir unsere Zukunft gestalten? Ne? So. Und das zeigt sich hier irgendwie. Am 20.05., einen Tag nach dem Neumond, tritt Mars, unser Herrscherplanet, ne, ins Sternzeichen Löwe und unterstützt diesen, ne, Löwe ist eine kreative Energie, eine Energie des zum Ausdruck bringens. Also die, was hier, also der Monat ist in so 2 große Bereiche unterteilt und, ne, 15.5. Merkur wird direkt, da beginnt der neue Bereich. Die erste Hälfte des Monats steht unter Seelenheilung, Transformationsprozesse, Wahrheiten, uns von Negativität befreien, alte Glaubenssätze loslassen, Situationen verlassen, die nicht gut für uns sind, ne? Weil wir ein Ziel haben, ne? Ergebnisse in Reichweite oder weil wir ein Ziel sehen.
Dieser Transformationsprozess bildet das Fundament für diese Aufbau, Stabilisierungsenergie, die dann am Ende hier wirkt. Ne? Eben auch mit Mars in Löwe, mit neuem Schwung, mit neuer Kreativität, mit einer neuen Leidenschaft. Ne? So, also dieser Waschgang, das Grande Finale, das ist notwendig, damit wir hier anfangen können, unsere Träume zu realisieren. Ne? Genau, dann haben wir am 21.05. noch die Sonne, die in Sternzeichen Zwillinge eintritt, dann beginnt die Zwillingezeit und das war es auch im Großen und Ganzen, was ich dazu sagen habe. Deswegen vielen lieben Dank, dass ihr jetzt zugehört habt. Ich beginne jetzt mit den Sternzeichen. Hallo meine lieben Wagen und herzlich willkommen zu eurer Mailegung. Meine Lieben, wir fangen direkt an. Als erstes bekommt ihr mal eine Hauptenergie aus meinem Spirit Animal Oracle und dann gehen wir da gemeinsam durch diese Botschaft durch. Du, meine liebe Waage, spürst bitte in dich hinein, ob ich hier deine Energie aufgreife oder nicht. Und wenn du direkt merkst, dass die Botschaft, die ich hier erzähle, nichts mit der Situation oder mit der Energie zu tun hat, mit der du dich gerade beschäftigst, dann mach die Legung bitte einfach aus, dann ist sie für eine andere Waage bestimmt. Schau dir gerne die Legung zu deinem Aszendenten an oder zu deinem Mondzeichen oder zu einem anderen Sternzeichen, wenn du dich da irgendwie angesprochen fühlst vom Titel oder so. Vielleicht passt die Botschaft dann besser auf die Situation, in der du dich gerade befindest. Immer nur mitnehmen, was dir dienlich erscheint, liebe Waage. So. Liebes Universum, eine Hauptenergie für meine Wagen, für den Mai. Use your mind wisely. You are never alone. Der Otter an der Unterseite des Decks, du bist nicht alleine. Aber use your mind wisely, also setz deinen klugen Verstand ein. Ich glaube nicht, dass man das Wagen zweimal sagen muss. Ich glaube, der ist sowieso immer on point. Aber wir gucken mal. Ich habe diesen Monat in zwei Teile unterteilt, weil Merkur bis 15. Mai rückläufig ist und da ist ja auch noch die Mondfinsternis im Skorpion. Deswegen schauen wir mal, was so der erste Monat, die erste Monatshälfte an Energien bringt und dann die zweite Monatshälfte. Okay. Liebes Universum, eine Botschaft für die erste Monatshälfte für meine Wagen, der Stern, Wassermann-Energie, die 10 Schwerter, okay, und die 9 Münzen. Okay. Ich hätte gerne eine Karte zu den 10 Schwertern. Die 2 Stäbe. Kann sein, dass du vor Entscheidungen gestellt wirst in der ersten Monatshälfte. 2 Münzen, das habe ich auch noch an der Unterseite des Decks. Was passiert in der zweiten Monatshälfte? Die 9 Stäbe, okay, verstehe. Der Page der Stäbe und der König der Stäbe. Page der Münzen an der Unterseite des Decks. Ich hätte gern eine Klärungskarte zum Stern. Die Mäßigkeit. 2 Schwerter, 3 Zweierkarten haben wir schon gesehen. Warum sollst du deinen Verstand nutzen?
Die 10 Stäbe, okay, wow. Ich habe das Gefühl, du, der Magier an der Unterseite des Decks, Merkur-Energie, ne? So. Ich habe das Gefühl, du bist hier noch in einer Situation und du hast noch etwas, das dir so ein bisschen erschwert, in die Zukunft zu gehen. Ich will die 10, jetzt haben wir 2 Zehnerkarten, ne? Auch die 9 Stäbe ist die Energie von einem Schlussstrich. Also irgendwie steht die erste Monatshälfte unter einem Schlussstrich. Was ist das Ende hier? Was ist das Ende, was ich hier sehe für meine Wagen? Die 9 Schwerter, etwas, was dich total stresst. Und die 4 Kelche. Ja, meine Lieben, auch die 4 Kelche sagen mir dieses. Irgendwas hält dich davon ab, in deine Zukunft zu starten. Irgendwas, was ich hier sehe. Ich sehe dich hier auf etwas blicken, was ich sage zu den 10 Schwertern oft, wo versucht man ein totes Pferd zu satteln? Also, wo man sowieso schon weiß, dass wir zu Ende gehen. Ne? So, aber ich habe das Gefühl, obwohl du weißt, etwas wird in deinem Leben zu Ende gehen oder etwas ist schon zum Ende gekommen in irgendeiner Art und Weise, hast du es noch nicht geschafft, dich daraus vollständig zu lösen. Das sehe ich hier auch auf den 4 Kelchen. Ich habe das Gefühl, der Fokus ist, ne, und möglicherweise mit diesen Zweierkarten, ne, wie gesagt, 3 Zweierkarten. Vielleicht hast du bereits. Der erste Impuls zum Wassermann oder zum Stern war Vision, ne? Mit diesem Use your mind wisely. Ich habe das Gefühl, du hast eine Vision von deinem Leben oder von deiner Zukunft, aber du hast noch irgendeine zweite Energie, ne? So, die irgendwas mit der Vergangenheit zu tun hat oder mit einer Situation, in der du dich befindest, die dir so ein bisschen die Sicht versperrt. Die 9 Münzen ist diese Energie von Loslösen, ne? Befrei dich von Negativität. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht eine Situation, ne, die du verlassen sollst, wir haben, wie gesagt, zweimal diese beiden Zehnerkarten und diese Neunerkarten, die mir sagen, hey, hier kommt irgendwas zum Ende. Hier kommt eine Situation, die dich stresst, eine Situation, die sich nicht gut anfühlt, möglicherweise auch eine Situation, in der du Ablehnung erfährst oder wie auch immer. Was ich hier sehe, ist, dass das Universum dir gerne was Neues zeigen möchte. Aber da ist ein Brett vorm Kopf, sie hält sich die Augen zu, er schaut woanders hin. Ich habe das Gefühl, dieser Schritt nach vorne oder dieser Durchbruch nach vorne ist aktuell aufgehalten von dem Blick zurück. Denn der Page der Stäbe sagt mir, der hat freie Sicht. Ich habe das Gefühl, vielleicht geht es irgendwie um Sicherheit, dass du hier aufgerufen bist, etwas zu verlassen, wo eine gewisse Sicherheit ist. Ich hätte gerne eine Karte zu den 9 Münzen. Die Gerechtigkeit, da bist du. Und die 10 Münzen. Meine lieben Wagen, ich habe bei euch, ich kann mich auch erinnern, dass auch die letzte Botschaft so eine münzlastige Botschaft war. So nehme ich das auch wahr. Ne, das kann die Gerechtigkeit, das sind oft so legal things, so offizielle Dinge, ne? Sowas wie Jobsituation, Scheidung, I don't know. Im Kopf, das sehe ich mit der Mäßigkeit und mit dem Stern. Im Kopf herrscht bei dir schon eine andere Vorstellung, eine andere Vision, auch ein anderer Wunsch, ne? So. Aber du hast es noch nicht geschafft, dich aus der Situation zu lösen, möglicherweise 10 Münzen, 9 Münzen, weil da gewisse Sicherheiten sind, ne? So. Aber ich habe das Gefühl, dieses Sicherheits. Ich habe schon wieder Cutting Ties.
Dieses Sicherheitsband möchte durchgeschnitten werden. Du bist hier offensichtlich aufgerufen, Entscheidungen zu treffen. Einen Schlussstrich zu ziehen. Einen Schlussstrich zu ziehen, um etwas zu verwirklichen. Ich hab eine vage Freundin. Und vielleicht greife ich in den letzten Legungen ihre Energie auf. Meine vage Freundin ist genau in dieser Situation, dass sie sich gerade etwas Neues aufbaut, aber das Alte unglaublich viel Energie kostet, Zeit kostet, sie stresst und sie sagt, hey, das Alte hält mich so sehr davon ab, meine Energie dahin zu investieren, ne, wo ich diese Vision für meine Zukunft habe. Und genau diese Energie sehe ich hier auch. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, etwas auf eigene Faust zu machen. Ne? Die neuen Münzen ist auch eine Single-Karte, möglicherweise. Ich habe das auch in irgendeinem Kommentar von euch gelesen, dass manche in Beziehungen feststecken, wo sie schon lange nicht mehr sind, aber die Umsetzung, ne? Münzenergie, also wo sie seelisch bereits abgeschlossen haben und akzeptiert haben und sich weiterentwickelt haben und ne, dass aber der Absprung hier vielleicht schwerfällt. Ich meine, für manche kann das hier eine Entscheidung zur Trennung sein. Ne? Wir haben hier beide zwei Energien von, du weißt, du stehst an diesem Punkt der Entscheidung, aber du hast sie noch nicht getroffen und vielleicht bringt diese Mondfinsternis im Skorpion dich eben an diesen Punkt zu sagen und jetzt treffe ich diese Entscheidung. Ne? So. Jetzt öffne ich meine Arme. Zehn Stäbe, Page der Stäbe, das ist für mich immer so ein bisschen die Weiterentwicklung. Sobald ich diese Altlast los bin, kann am Ende des Tages auch eine innerliche Altlast sein. Ne? Selbstzweifel, Ablehnungsthemen. Ne? Aber erst wenn ich merke, ich bin leichter, ich bin freier, ich bin, ne, so, hier ist der Page der Stäbe, ist the beginner mind. Erst wenn ich diese Altlast losgeworden bin, kann ich frei und unbeschwert nach vorne schauen und dort gestalten, dort kreieren. Den König der Stäbe nehme ich sowohl als deine Energie wahr, ne, der dann der frei gestalten kann, der seine ganze kreative Energie eben in dieses Ausarbeiten dieser Future Vision nimmt, aber möglicherweise auch als andere Person. Ja, nochmal eine Zweierkarte, meine Lieben, die zwei Schwerter. Ich habe das Gefühl, je länger du irgendwie eine Entscheidung vor dir, und meine Lieben, nochmal die zwei Münzen. Je länger du eine Entscheidung vor dir her schiebst, weil du vielleicht Angst hast, die falsche Entscheidung zu treffen oder ne, das hier zu bereuen, desto schwieriger wird es. Ne? Desto schwieriger wird es, die Balance zu halten zwischen ja, diesen beiden Energien, diesen beiden Polen, die ich ein bisschen wahrnehme. Hab Vertrauen, ja. Das Universum reicht dir ein Ast der Münzen. Meine Lieben, 9 Münzen, Ast der Münzen ergibt 10 Münzen. Also Bild, ne, hier mit Jupiter in Stier, Neumond in Stier. It's time to build, meine Lieben. Und zwar das, was in dir bereits stattfindet. Ne? So. Interessant. Ich hätte gerne noch eine letzte Karte zum König der Stäbe. Weil das kann auch, und plötzlich bist du empfänglich, Page der Stäbe, für neue Inspirationen, neue Ideen, neue Motivation, neue Menschen, ne? Abenteuer. Hier liegt so ein, das Leben darf wieder leicht werden und das Leben darf Spaß machen und ich bin motiviert und ich habe es aus dem Nacken. Das nehme ich wahr beim Pagen der Stäbe. Ich habe es endlich aus dem Nacken. Eine Karte zum König der Stäbe. Ja, die 6 Schwerter. Okay. Also, ich habe das Gefühl, dass sobald du diesen Pagen der Stäbe Status erreicht hast, ne, diese Freiheit, die ich ein bisschen wahrnehme, diese Unbeschwertheit, bewegst du dich auf ganz andere Dinge hin, auf, ja, ich habe es gerade schon gesagt,
neue Menschen, neue Inspiration, neue Motivation, neue Freundschaften. Aber ich nehme es auch sehr stark als deine Energie wahr. Ne? So, das Feuer kehrt zurück, die Lebendigkeit. Also, ich habe das Gefühl, und auch wenn du irgendwie, ich sage jetzt mal, einen Wunsch nach Partnerschaft hast oder nach, I don't know, ich weiß nicht, was deine Vision ist und was deine Wünsche sind, aber ich habe das Gefühl, denen kommst du erst näher, ne? Das Ergebnisse in Reichweite, dem kommst du erst näher, wenn du dich mit dem hier auseinandergesetzt hast, was dich da so stresst, was dich da, ne, was dich dann nachts wach hält. Also ja, Skorpionenergie zeigt dir definitiv nochmal auf, hey Waage, hier ist eine Situation, die erschwert deine Reise. Hier ist eine Situation, die möchte losgelassen werden oder ein Gefühl, das losgelassen werden möchte, damit, ne, damit du durchstarten kannst. Hier ist irgendwie Durchstarten-Energie. Okay, gut, meine lieben Waagen, so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich möchte wissen, was ist die Situation, in der du dich da gerade befindest. Noch ein bisschen mehr zu dieser, zu dieser neuen Lebendigkeit, zu diesem, ja, zu dieser neuen Feuerenergie, zu dieser neuen Motivation, möglicherweise auch zu dieser neuen Person. Ich weiß nicht, ob sie neu ist, aber ne, den König der Stäbe kehren wir auch nochmal ab. Und dann schauen wir einfach, wo das Extended Reading uns hinführt. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, findest du ebenfalls unten in der Infobox alles, was du dazu wissen musst und wie du da beitreten kannst. So, für die Waagen unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen. Ich habe das Gefühl, dass in der ersten Monatshälfte eine Situation, wo im Kopf für dich eigentlich schon alles ziemlich klar ist, sie dir aber nochmal so stressful oder so, keine Ahnung, vier Kelche, so frustrierend, manchmal ist die vier Kelche Frust, ne? Dass dir das nochmal so vor Augen geführt wird, dass du sagst, okay, jetzt ist der Punkt, an dem ich diese Entscheidung treffe. Jetzt, ne, neun Mützen, jetzt ist der Punkt, wo ich kündige, jetzt ist der Punkt, wo ich mich trenne, jetzt ist der Punkt, wo ich, keine Ahnung, eine Therapie anfange, weil ich einfach merke, ne, ich habe noch so viele alte Themen in mir, ich weiß es nicht, ne? Du weißt es schon. Wenn das deine Legung ist, dann weißt du schon, ne, mit diesem Use Your Mind Wisely, übrigens Schwein, ne, Pig Spirit, ist Schweine sind ja Glücksbringer, also das sehe ich hier auch so ein bisschen mit dieser roten Feuerenergie hier. Am Ende des Tages ist das vielleicht ein Glücksbringer, dass eine Situation, die relativ stressig und unharmonisch ist, sich nochmal dermaßen bald an Energie, dass du jetzt sagst, und jetzt gehe ich den Schritt. Ne? So, jetzt auch Schütze Energie, jetzt traue ich mich das, jetzt ja, mache ich das, was ich eh schon weiß, dass ich tun soll. Ne? So, dieser, ich glaube, du stehst schon länger an diesem Punkt der Entscheidung. Aber jetzt sagt das Universum, komm, Waage. Komm, triff die Entscheidung. Zieh einen Schlussstrich. Ne? So, zieh einen Schlussstrich. Denn erst wenn du das hier hinter dir gelassen hast, kann es richtig losgehen. Kannst du deine Energie dahin wenden, wo du eigentlich hin möchtest. Genau. Und so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank. Vielleicht bis gleich, ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!